Was haltet ihr von Feuerwerksverbot in diesem Jahr? Hallo, ich bin Jens der Christ. Und warum überhaupt nur dieses Jahr? Warum nicht generell verbieten oder sonst irgendetwas? Und wir gucken mal, wie bei Frag Pete's, Pete's Meet diese Frage beantwortet wurde. Und dann sage ich auch noch meinen Senf dann dazu. Nicht nur die von Pete's Meet, sondern meinen bekommt ihr auch. Wobei, ich habe es auch schon ein bisschen gesehen. Ich finde, die sagen durchaus sehr sinnvolle Sachen. Hausaufgaben LP fragt Pete's Meet. Was haltet ihr vom Feuerwerksverbot dieses Jahr? Also ich bin ganz ehrlich, das Feuerwerksverbot stört mich überhaupt nicht. Ja? Mich stört es auch nicht. Also für die Firmen ist es natürlich mega ab. Wobei ich muss sagen, ich liebe Feuerwerke, ich mag Feuerwerke und da sollte man eine Lösung finden, aber das kommt da vielleicht noch in diesem weiteren Video. Aber dass man privat das nicht machen darf, das stört mich nicht. Fuck, aber jetzt aus einer rein privaten Perspektive finde ich es gar nicht schlimm. Ich auch nicht. Also aus der rein privaten Perspektive finde ich es überhaupt nicht schlimm. Es sollte beibehalten werden. Auch immer, das ich natürlich schön finden würde, wenn es irgendwie das gibt. Und ich mag eigentlich auch, wenn der Himmel sich so erleuchtet. Das sehe ich genauso. Und auf der anderen Seite denke ich mir, für die Umweltverschmutzung, die das macht. Ganz meiner Meinung. Also, und ich denke sogar, wenn es nicht nur privat ist, sondern jetzt, wenn es irgendwann, ich spoilere mal ein bisschen, vielleicht, meine Vorstellung wäre, dass es vielleicht von der Stadt aus geregelt wird und dann sollte die Stadt darauf achten, dass dabei kein Müll verschwendet wird oder erzeugt wird oder sonst irgendwie. Also man sollte nur Feuerwerk benutzen, was sich selber irgendwie abbaut dann da wieder irgendwie sowas und kein Plastikmüll oder sonst irgendetwas. Also die Tonnen von Plastikmüll, die jedes Jahr da in die Umwelt kommen, nee. Puh. Das muss nicht sein. Da können wir uns auch was anderes einfallen lassen. Finde ich auch. Ich habe zwar noch keine gute Idee. Eine gute Idee kommt gleich noch. Die ich durchaus gehört habe, habe ich jetzt auch erst vor kurzem gehört. Aber so eine staatlich engagierte Drohnenshow oder so. Das ist nämlich die gute Idee. Staatlich anerkannte Drohnenshow. Also oder staatlich organisierte Drohnenshow. Also ich habe von Drohnenshow nur in Bezug auf, was haltet ihr von Feuerwerksverbot und so gehört. Also jetzt nicht bei denen, sondern davor habe ich es auch schon gehört. Und so eine Drohnenshow fände ich schon sehr nice. Würde ich geil finden. Ich auch. Naja, gleich wie letztes Jahr auch. Emma freut sich drüber. Ich finde es nicht so schlimm, denn ich war eh nie der Typ, der viel Geld für Feuerwerk ausgegeben hat. Ich habe auch nicht so viel ausgegeben. Mach doch einfach ein Stadtfeuerwerk. Ganz meiner Meinung, Stadtfeuerwerk. Für 10 Minuten... dann sind die Tiere in diesen 10 Minuten vielleicht ein bisschen aufgeregt, aber nicht über das den ganzen Abend dann da so. Na, dann irgendwie ist ja okay, dann reicht dann auch, dann muss ja nicht jeder ballern, sondern irgendwie macht einmal die Stadt und dann ist gut. Wobei mein Vorschlag wäre noch, zwei Feuerwerke zu machen. Einmal um 8 Uhr für Kinder und einmal um 12 Uhr für Erwachsene dann halt. Oder macht das mit Drohnen oder so, aber... Genau, Drohnen. Jetzt schon wieder Drohnen. Also, vielleicht auch mit Drohnen. Da könnte man vielleicht sogar über den ganzen Abend eventuell die Drohnen irgendwie in einer Formation fliegen lassen. Die machen ja gar nicht so viel Lärm dann halt. Ne? Also, das fände ich durchaus sehr, sehr interessant. Wenn man mit Drohnen eine Drohnenshow macht, staatlich organisiert, das wäre schon richtig schön. Drohnen, Leute, das... Oder mit Laser. Laser an Wand, an Häuser. Ein Feuerwerk an Häuser produzieren. Also mit Lasershow dann halt irgendwie sowas dann halt, ne? Kommt im Jahr 3000 an oder so. Außer Xbox macht das. Und ich glaube mir, warte mal, wo habe ich eine Lasershow gesehen? Ich glaube, ich habe sogar eine Feuerwerk-Lasershow in Hannover gesehen. Hannover. Wo das, größte Feuerwerk war, wo ich war, kann ich ja vielleicht gleich noch was dazu sagen. Ich finde das sehr, sehr gut. Ich finde das Knallen eh immer scheiße. Und auch für die Tiere ist es total schrecklich, dieses Knallen. Also diese lauten Geräusche, die sind für die Tiere überhaupt nichts. Und dass das den ganzen Abend quasi geht, bis spät in die Nacht und über mehrere Stunden und am nächsten Tag auch noch, das muss nicht sein. Brauche ich wirklich nicht. Silvester ist halt eh für mich ein Tag, den ich nicht irgendwie groß Party mache, ja. Ich auch nicht. Mit Freunden zusammen spielen oder sonst irgendwas, lecker essen oder sowas. Vielleicht mit Wunderkerzen, vielleicht irgendwelche Rituale, irgendwelche Sendungen schauen, Dinner for One oder sowas dann halt, ne. Das sind doch irgendwie diese Momente, die
Silvester ausmachen. Mit Freunden zusammen irgendwie feiern. Das ist Silvester für mich. Also ist Besonderes für mich. Ja, also sehr gut. Finde ich gut, weil verletzen sich super viele immer. Und das ist auch noch ein Aspekt. Also die Verletzungen, und dazu kann ich auch noch später etwas sagen, oder wobei ich sage es vielleicht jetzt dann also. Ich war mal bei einem Feuerwerk, weil wir gehört haben, da sei ein ganz großes Feuerwerk und wir dachten, es wäre ein arrangiertes Feuerwerk von der Stadt aus, war es aber nicht. Und da waren wir dann in Hamburg, Hannover, Hamburg ist, ich verwechsel die beiden Städte immer wieder, Hamburg und Hannover. Also eins von den beiden war es auf jeden Fall, dass das, was mehr im Norden ist dann halt, ne? Also ich glaube, es war Hannover, ne? Reeperbahn, da war ich jedenfalls und dann haben wir dann da geguckt und wollten dann irgendwie das Feuerwerk an den Landungsbrücken sehen und dann kam es nicht und dann ist es hinter uns losgegangen und wir haben in die falsche Richtung geguckt, weil wir dachten, es wäre so auf der Wasserfläche ein arrangiertes Feuerwerk, war es aber nicht, jeder hat geknallt. Ist viel, viel hässlicher als so ein arrangiertes Feuerwerk. Der Himmel war zwar bunt erleuchtet oder sonst irgendetwas. Vielleicht lade ich irgendwann davor noch Videos hoch. Und vor allen Dingen der Rückweg. Wir sind dann relativ frühzeitig, ich und ein Freund, wieder zurückgegangen zum Auto. Und das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es sah aus wie in einem Kriegsgebiet. Und Feuerwerke sind quer durch die Gegend geflogen. Und überhaupt nicht schön. Und ja, was die Jugendliche da gemacht haben. Davor habe ich auch schon mitbekommen und da habe ich einen zusammengeschissen, quasi, weil er in unserer Nähe ein Feuerwerk aus der Hand starten lassen wollte. Ist ja natürlich toll. Ist aber schief gegangen, hat er fallen gelassen und dann explodiert es in einer an einer Bank, wo andere Passanten saßen. Also auf dem Boden. Eigentlich etwas, was ein paar Meter höher explodieren sollte. Ist jetzt nichts passiert. Danach habe ich die zusammengeschissen und gesagt, wenn ihr das nochmal macht, dann hole ich Ordner oder sonst irgendetwas. Und dann waren die plötzlich verschwunden. Ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwie dachten, dass ich wirklich Ordner hole. Hätte ich aber auch, glaube ich, gemacht. Ich hätte das tatsächlich gemacht, wenn die weiter so einen Scheiß gemacht hätten. Also nicht in private Hände. Ist, glaube ich, ja auch nicht so gut für die Umwelt. Ja. Von daher passt das schon. Finde ich auch. Ja, Feuerwerksverbot habe ich jetzt keine so krasse Meinung zu, finde ich vollkommen in Ordnung. Ja, also tut jetzt nicht weh für mich. Also ist etwas, worauf ich sehr einfach verzichten kann. Und wir sehen nichts, hier, was unsere Menschheit irgendwie krass voranbringt oder unbedingt notwendig wäre. Hab's natürlich genossen, als es noch ging, vor allen Dingen, als ich noch in Köln gewohnt habe, ja, in diesem geilen Tower in der 31. Etage. Dann war der Blick über Köln natürlich schon ziemlich awesome, als da alles so explodiert ist. Ja. Muss ich schon zugeben. Aber da wohne ich ja jetzt nicht mehr. Ich habe keinen geilen Blick über Berlin. Halt. So können die Feuerwehr. Diese Lasershow war da auch in. Nee, aber auch selbst wenn ich einen geilen Blick hätte, Hannover, wir waren mal die letzten Jahre. Hamburg? Ja. Nicht. Hannover, ich glaube Hannover. Vorletztes Jahr waren wir auf einem Dach von einem Gebäude, wo eine Freundin arbeitet und da hatten wir auch einen geilen Blick. Aber das ist halt okay, dann bleibt es halt weg, whatever, drauf geschissen. Ich glaube, wir haben davon mehr, es wegzulassen, als das. Und ich glaube, mit einer geilen Lasershow kann man auch einiges erreichen. Ich finde das Feuerwerksverbot eigentlich sehr gut. So, ich bin keiner, der großartig geballert hat sonst. Also wir hören hier alle von den Kids Beats, finden das Feuerwerksverbot eigentlich gut. Aber in den letzten Jahren, also habe ich selber erlebt, bei uns auf der Straße. Und dann wir können ja mal eine Umfrage machen. Schreibt doch mal in die Kommentare, was denkt ihr zu dem Feuerwerksverbot? Einen Böller habe ich an Kopf findet ihr das gekriegt, gut oder findet ihr das nicht fiesen, großen? Schreibt mal ehrlich eure Meinung dazu. Der war sollte das egal. Beibehalten. Ich bin der Meinung, ja. Rakete direkt an uns vorbeigeflogen. Damals war Nina noch schwanger, direkt neben uns unter einem Auto explodiert. Mega, weil die Leute das so aus der Hand so gezündet haben. Also die Leute werden immer guck mal, er hat hier die gleiche Erfahrung gemacht wie ich. Also aus der Hand zünden und Mann, das sind solche Idioten da, die damit rummachen und die führen dann dazu, dass die dann in ein Krankenhaus kommen und letzten Endes muss das ja die Allgemeinheit bezahlen, weil die Krankenhauskosten wird ja von der Versicherung bezahlt und das bezahlen wir alle. Also sollte man verbieten. Oder man macht eine extrem hohe Steuer auf Feuerwerkskörper, sodass sich die keiner leisten kann.
ehrlich, die Menschheit ist verdammt, sich selber zu zerstören. Und wenn, dann möchte ich das noch selber zu verantworten haben und nicht von einem anderen Dödel irgendwie abgeknallt werden. Ja. Okay, ja. Wir sind jetzt bei 10 Minuten angelangt. Ist eine schöne Zeit für ein Video. Ups. Und, Hausaufgabenmüll. Ja. Ihr könnt ja mal sagen, schreibt in den Kommentaren, wie findet ihr das Feuerwerksverbot und was sagt ihr dazu. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst positives Feedback da, abonniert den Kanal und ja, wartet auf ein weiteres Video. Ich wünsche euch noch Gottes Segen.